hab mich ja verletzt. Hallo, mal davor zu Bärschen und Pinger erstmal. Ja. Ach, du hast ein Bärschen gesagt? Bärschen. Bärschen, ja. Pingerlinge. Erstmal ein Bierchen. Na denn, Prost. Prostata tiralala. Ja, weil deine komischen Akkus hier jetzt nicht funktionieren, kommen wir jetzt ja direkt zum Punkt. Ja, wir haben uns hier zahlreich versammelt, um eine alten Folge, ja, eine alten Folge, oder ich glaube, das war die letzte Folge vom letzten Jahr, Radio Tatooine, aha, beizuwohnen. Aha. Nein, ich habe da einen Ausschnitt rausgezogen, weil... Der geht 12 Minuten 42. Der Jörg, ich weiß ja nicht, ob der Jörg heißt, wie man bei uns hier sagt, ich glaube, der kommt aus Dortmund und der erzählt eine ganz schöne, aha, Geschichte. Es geht halt um Spielzeug, es ist halt so eine Herzensfolge halt, so, also liebe Grüße an den Ben und ja, gesund bleiben, so weit wie es geht. Aber das ist, mach einfach an. Ich mach mal Start. Ja. Ja. Ach, das ist Technik, weißt du? Ja, mein ja. Das erste Herzensding in Sachen Star Wars ist geil, tatsächlich auch verbunden mit sehr, sehr frühen Erinnerungen. Und zwar war es ja so, Star Wars startete in Deutschland 1978. Und das auch, also ich war damals halt noch sehr jung und konnte nicht direkt ins Kino gehen, man bekam aber mit, das ist der heiße Scheiß. Leider auch nicht gesehen. Ich weiß, dass mein Vater als bekennender Science-Fiction-Fan... Wiederaufführung 1980 oder 1982. Ich war totaler Scheiß, ist das? Mhm. Ist nur Geballer im Weltraum. Und ich habe schon gedacht, nee, das glaube ich nicht. Hat mein Vater auch immer gesagt, Geballer im Weltraum, Scheiße, geil. Dazu. Aber mein Zugang war dann vor allem halt, waren die Toys, ne? Die Kenner-Actionfiguren, ja, ne? Mit den tollen Bildern auf den Cards, ne? Die einfach halt dieses ein Gefühl gaben, oh, das ist irgendwie was, also es wirkte. Man hat den Film eigentlich gesehen, ohne ihn gesehen zu sehen. Ja, man hat ja selber gespielt, ja, man hat sich irgendwas ausgedacht halt, was da abgeht. Also das heißt, die Toys waren für mich lange Zeit halt sehr wichtig. Ja. Und das Schlimme war, als Rückkehr der Jedi-Ritter kam. Das war ein Zeitpunkt, wo ich direkt ins Kino gehen konnte. Ja, noch, ich auch. Das war super. Winter, das war dann ja 1983. Ja. 15. Dezember? Auch damals bereits extrem von Jabba begeistert. Und ich bin ein großer Hutten-Fan. Und dauerte ein bisschen, aber dann kam tatsächlich auch eine Jabba-Action-Figur. Also eine Jabba-Action-Figur. Ich fand Jabba immer geil, die ganzen Creatures. Die Creatures, ja, aber alleine wegen Bilder aus Amerika. So, ich glaube, darüber reden die auch, wegen Bilder aus Amerika. Also diese Doku halt so. Die ZDF-Doku. Wir haben die geguckt. Star Wars war auch damit quasi auch erstmal abgeschlossen. Ne? Und es sah auch nicht so aus, als ob alsbald was kommen würde, auch wenn immer das Gespräch war, naja, ne, es soll ja noch mehrere Filme geben. Tja, stimmt, das stand in der Filmindustrie sogar drin. Ja, aber 16 Jahre hat es gedauert. Denn ich liebte Star Wars zwar noch, aber ich war nicht mehr so auf diesem Modus mit Actionfiguren spielen. Das ließ so langsam nach. Ja, aber mit anderen Sachen. Genau. Und damit wollte man spielen. Ja, nur, ja, aber ist es aber. Geil, so, ja, normal. Man hat es immer so im Herzen getragen. Ich habe ja nur mit Schallplatten zu der Zeit gespielt. Ja, man hat es immer im Herzen getragen, man hatte die Figuren auch, aber man würde nicht auf dem Date sagen, so, du willst immer meine Star Wars Figuren-Sammlung sehen. Ich glaube, der redet vom Archiv noch so, weil es geht gleich um Sachen verkaufen, tauschen und so. Pass auf. Viel, viel später ging ich mal irgendwie wieder so Spielzeugladen und schaute, also viel, viel später ist übertrieben, also jetzt Monate später, gab es die Jabba-Band, also Science Nice Noodles, Max Rebo und Doopy McCool, auch in so einer Box. Ja. Und da dachte ich, wow, hätte ich die jetzt vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder vor einem halben Jahr gehabt, die hätte ich auf jeden Fall sofort gekauft und hätte sie dazu bestellt. Aber jetzt da war nicht der Punkt erlangt, wo ich dachte, nee, bin ich drüber weg. So, aber den Jabba habe ich wirklich halt heiß und ähnlich geliebt. Und mit dem habe ich noch gespielt. Okay. Aber wie gesagt, die Zeit ging ins Land und in den 90er Jahren muss ich sagen, ich habe mir auf meine Star Wars Toys immer super aufgepasst. Die waren wie geleckt. Ne? Ich hatte auch bis zum Schluss alle Utensilien. Ne? Ja. Also jedes Laserschwert, jeden Blaster auch richtig zugeordnet. Und die sahen auch gut aus. Ich habe das zwar mit dem Spieltag vorsichtig. Und die hatten eine eigene Schublade und da hatte ich halt auch so eine Küchenrolle, ne, wo die so ein bisschen gepolstert. Das ist schon krass. Das habe ich nie gemacht. Ich habe im Sand gespielt oder so. Ich habe Minisoldaten gemacht mit Star Wars, wurde nur im Kinderzimmer gespielt. Star Wars Spielzeug, also auf Flohmärkten und so. Aber mein Star Wars Spielzeug, das war noch so ein bisschen anders.
Aber dann war es so, nicht verkauft. Dass ich Mitte der 90er, glaube ich, war es, entdeckte, dass halt einer unserer Comicläden in Dortmund, nämlich der Comicladen, der damals in der Weißenburger Straße war, und wir hatten halt ja, einen Comic Center, definitiv. Der kaufte, also der nicht sah, er verkaufte gebrauchtes Star Wars Geil. Spielzeug. Gibt es aber auch nicht. Die Vitrine im zweiten Laden. Ja, da bin ich dann mit den Bootlegs auch. Und zeigte ihm, was ich für eine Qualität hatte, und seine Augen leuchteten. Ja. Und er kaufte mir sie zu einem. Also für einen Händler wohlgemerkt. Entschuldigung, du hast halt seine Augen. Habe ich das gesagt? Aber er hat ihn pass auf, für einen Händler gut gepreist. Ja, ja. Ja. Nein, der war immer fair. Ich hab da auch Sachen verkauft, getauscht gegen so Sinclair-Stil und so. Ja, ich hab immer mal ganzen Donald Duck Hefte gegen Spider-Man. Zwei Stapel haben wir Donald Duck gegen Spider-Man habe ich getauscht. Aber tatsächlich, 2 Monate später rief er erneut an und dann war dann halt der zweite Schwung weg. Und ich muss sagen, ich habe das nie bereut. Es gibt ja halt so Geschichten, wo man Dinge verkauft und später irgendwann sagt, ach Mensch, hätte ich das nie gemacht. Das habe ich nie gemacht. Der hat den TIE Fighter als Movie-Prop im Comic-Center gehabt, im Fenster. Eine ernsthafte Star Wars Sammlung. Wir waren noch im Barcuda-Club immer halt und mit Karp draußen immer zum Rauchen so. Standen wir davor und da stand dieser TIE Fighter für 99 Mark. Wollte ich den irgendwann 99 wollte ich irgendwann kaufen. Und dann war er irgendwann weg. Kann ich mir jetzt also, er hat sich von dem Geld, glaube ich, nach seine CDs gekauft, Musiksammlung und so. Ja, das ist ja geil. Also. Damals habe ich halt eine riesige CD-Sammlung gehabt. CDs hier gegen Schallplatten getauscht und so weiter. Habe ich auch voll gemacht im Archiv immer. CDs war ich nie drauf. Ich so, nee. Nee, aber pass auf, die Story wird jetzt gleich erst geil. Also ich glaube, die wollte ich halt lange nicht verkaufen, weil halt so Flohmarkt, da kriegst du halt gar nichts für. Und es war halt so eine Gelegenheit, dass ich sage, okay, natürlich kriege ich von einem Händler auch nicht das, was ich von einem Sammler hätte bekommen können. Aber da sah ich keine Möglichkeiten. Und ja, aber das war immer fair, wie im Archiv auch. Ich finde das gut. Der für mich okay ist. So, ich wollte einfach also die ganzen Spider-Man-Comics haben. Ja, jetzt kommt's. Es ist die Weihnachtsgeschichte 2024. Ich schwör. 24. 23, okay. Vor ein paar Monaten hatte ich Kontakt mit meinem lieben Freund Axel. Und der sagte, Mensch Jörg, du bist doch Star Wars-Fan, du kennst doch auch Star Wars-Leute, ich will meine ganzen Star Wars-Toys loswerden. Jetzt muss man dazu sagen, der Axel ist deutlich jünger als ich. Man muss mal die Regie mal gucken, ob die Regie noch funktioniert. Er hat Star Wars im Fernsehen kennengelernt, fand das toll und hat dann geheiratet und jetzt muss er den ganzen Scheiß. Jetzt sei geheiratet, muss er Scheiß. Ja. Ich hörte auch solche Horrorgeschichten. Creepshow Teil 3. Also so, ne? Aber das liegt Jahre zurück. Und jetzt ist er halt an dem Punkt, wo er halt auch sagt, naja, ich muss halt überlegen, wo ich halt, ne? Aber jünger als er. Beziehungsweise er ist gar kein großer Sammler mehr. Ja. Und ja, hat sich davon, wie das so ist, ne, hat sich davon so weit entfremdet, dass er gesagt hat, nee, will ich loswerden. Und tatsächlich, da ist es so, er hatte auch direkt eine Vorstellung, für das Geld will ich mir ein Tattoo machen. Er mag Tattoos. Okay. Ja. So, ja. Und dann schickte er, ich sagte, pass auf, ja, ich kenne ein paar Leute, aber boah, ne, mit den Toys und so und Gebrauchtoys, schickt mir Bilder. Mal gucken. Ja. Und dann kann ich das so ein bisschen beurteilen. So, und er schickte mir Bilder. Und die waren grausam, ne, die ganzen Actionfiguren. Also, ne, voll da war keine Figur, die Figuren hatte irgendwelche Utensilien. Ach, die Figuren waren einfach scheiße. Die Sachen waren, die man abnehmen konnte, die waren weg, Umhänge und weiß der Teufel was. Die sahen sowas von abgeliebt aus, also zum Teil wirklich, da abgeliebt. War kein Gesicht mehr zu geil, erkennen, weil das gutes Wort. Den Boden geschrammt war. Wirklich voll gut. Grausam, wo ich direkt gesagt habe, ey, das kannst du keinem anbieten. Das ist... Naja, ich würde es nehmen. So ein paar Raumschiffe, beziehungsweise so kleinere Sachen, so Landspeeder, Speederbike, ein Wampa. Und die sahen zum Teil extrem gut aus. Und das war für mich so komisch. Und ich meinte so, warum sehen die so anders aus? Ja, er hätte dann ja irgendwann angefangen, halt selber halt auch ein bisschen zu sammeln und hätte dann auf dem Markt mal geschaut. Und er hat auch ganz viel im Comicladen in der Weißenburger Straße. Reingucken. Weißenburger. Ach, und hat er seinen Scheiß gekauft. Und dieser Jobber war makellos. Und es ging mir eiskalt den Rücken runter. Ne, er hat seinen Jobber gekauft. Dieser Jobber, den ich ja sah, ist mein Jobber. Alter, ist das herrlich. Und
Die Weihnachtsgeschichte endet nicht damit, dass er ihn mir zu Weihnachten geschenkt hat. Ja, egal, hätte ich bezahlt, Alter, ohne Ende. Alter. Das ist geil. Ach, nein. Der Kreis schließt sich. Hammer. Wieder bei mir. Ja, das war auch mit einem zugehört. Aus dem Comic Center. Er hat das da vertickt, Alter. Wie geil ist das? Okay, das ist echt grob. Ich meine, sowas werde ich nie erleben, weil ich habe nie irgendwas von mir vertickt. Ich habe im Archiv alles verkauft. Er erzählt ja auch von irgendwie. Ich habe nie was vertickt. Ich habe das immer behalten. Der kostet was in der Qualität und er hat auch. Ich habe den auch weiter komplett, Alter. Das ist ein guter Preis, aber für beide Seiten gut. Mit Karton habe ich den. Aber das ist es auch wert. 40 Euro für die Zahlbar. Diese emotionale Geschichte, ich habe ein bisschen damit gehadert, weil ich dachte, aber ich sammle doch keine Actionfiguren, was soll das? Aber ich habe gedacht, nee, der ist, abgesehen davon, dass er wirklich die Story. Ja, mir fehlt dieses Unterteil, das fehlt mir halt. Scheiße. Aber ansonsten, der macht das Unterteil fehlt mir sogar mit Inlay halt. Ja, so ja. Den ich irgendwann mal habe in einem Laden. Überleg mal bitte, er hat den vertickt, Alter. Aber das ist eine, das ist eine, das schöne, ist geil, das ist eine schöne so eine Kreislaufgeschichte. Unglaublich. Dass ich erfahre, dass er ihn hat. Ist das toll? Mhm. Das ist großartig. Das ist großartig. Ich glaube, er hieß, entweder hieß er einfach Comic Shop oder er hieß Comic Laden. Comic Center. Nee, Comic Center, Digga. Ja, und wir hatten ja diverse Comic Läden. Wir haben den Comic Shop an der Weißenburger gehabt. Ja. Wir haben in Bövinghausen einen. Wir hatten Comic Land. Das Comic Archiv. Also, wir hatten ganz viele. Das Archiv. Aber Archiv war in der Stadt. Da habe ich meine Star Wars Comic House. Praktik, weil ich hier, auch Comic House hier. Ja, Kaiserstraße. Kaiserstraße. Ja. Meine Geschichte. Geil, oder? Ja, stell mal lieber weg, sonst ja, komm ich und nehm den mit. Jetzt hab ich, so ich hab den gemacht. Ja, natürlich. Ja. Der gehörte zu dem Set dabei, Digga. Ja, gut. Ihn in diesem Zustand zu bekommen, ist schon schwierig, aber vor ja. allem halt auch ja. in der Vollständigkeit. Aber ich glaube, also, die Regie hat den doch jetzt auch mal lose bekommen. Ja, die Regie hat den auch mal. Ja, die Regie hat den auch mal. Weil wir beide haben. Ja, ey, Alter. Ich habe alles an Zubehör. Du hast den Thron nicht. Ich habe den Thron nun nicht. Das ist das Einzige, was. Ja, mit dem Aufklappding irgendwie. Das ist das Einzige, was. Ich habe diese scheiß Pfeife. Aber ich finde alles. Ich finde es halt eh geil in diesem Podcast. Die sind halt, wenn die hier Folgen analysieren halt und überhaupt über Krieg der Sterne reden, die sind halt nicht auf Figuren sammeln halt so. Und die Arme natürlich auch. Geil, voll quietschig, quietschig. Ja, und das Tolle war natürlich. Weil ich glaube, Ben kann ja gar nichts anfangen, er hat ein Spielzeug. Jetzt zeigt er das. Das ist ein Thron. Ja. Du kannst ja auch so nutzen. Und dann hier, ja, natürlich. Und dann öffnet sich eine Falltür. Das ist ja die Falltür, wo sie alle runtergefallen sind zum Renkor-Dingen. Und da unten ist so reingemoldet, so Skelette reingemoldet. Deswegen fallen die dann da rein und dann musst du weitermachen mit dem Renkor. Ne? Deine Fantasie ist ihre Stärke. Was ist das denn jetzt? Werbung da drin? Ja. Das was? War auch nicht so. Universalöl? Achso, das hat Ben reingemacht wegen dem Quietschen. Der Schwanz ist nicht mehr so. Ach so, jetzt verstehe ich. Ich denke so, hey, was ist das denn jetzt? Ja. Dich, Comic Center, Alter. Ja, schöne Dortmund Geschichte. City Represent, Alter. Ja, ist ja dann leider auch der Gesundheit zum Opfer gefallen, weil der gute Mensch war dann auch ein bisschen krank und musste da zurücktreten. Ja, ich habe damals noch eine Dame kennengelernt, die hat eine Zeit lang den Laden auch noch über, also weitergeführt halt. Weil das waren ja diese zwei Läden, ich glaube, da war es genau. ein Ding. So, bei dem einen war Second Hand und bei dem anderen war genau. neu. Genau, rechts war auch mit den Hörspielen, da hat dann ja, immer diese Theke so rechts gehabt, du bist reingekommen so links, rechts die Theke und da standen die ganzen John Sinclair-Dinger. Weil die durften ja an Kinder nicht verkauft werden halt so. Weil die waren ja, glaube ich, erst ab 12 halt. Und ja, das genau. war total geil und ich immer gefragt, ich hatte meine Liste, der hat mir, glaube ich, das habe ich noch, DIN A4-Blatt, wo alle John Sinclair-Hörspiele drauf standen, die halt von Tonstudio Braun halt so ein Werbeflyer wohl waren, aber als Kopie gegeben, das habe ich immer noch. Da habe ich mit dem gelben Stift halt immer so angestrichen, was ich schon habe halt so. Ja, voll geil. Ich bin da stand die Vitrine halt und da waren Bootleg-Figuren drin, Alter. Ja, und ich bin da halt hingegangen und habe meine ganzen lustigen Taschenbücher versemmelt gegen Spider-Man Condor-Hefte. Und bin dann rübergegangen, krass. Weil da gab es die ganzen geilen US-Comics hier, Predator, Alien vs. Predator. Ja, ja, okay. Und das habe ich mir damals... Stimmt, ja. Aber das war damals schon teuer, das war auch mal ganz lustig. Wir hatten irgendwie eine Mark
1,65 Umrechnungskurs auf Dollar und da musstest du mal gucken, stimmt, er hat in dem ersten Laden Dollar hat das gekostet und dann selber. Der hat auch mal einen Kurs immer geguckt. Das war ja wie in der Tageszeitung. Da stand doch immer der Kurs gerade. Ja, ja, genau. Der ich weiß noch, wo ich mal als Kind Dollars gekauft habe und so. Wir haben das immer nach aktuellem Kurs umgerechnet. Genau, genau, und dann, und aber da habe ich hier die ganzen geilen Predator und Alien vs. Predator Comics geholt. Was noch? Nightbreed, allen möglichen Scheiß habe ich mir da geholt. Ich war da so auf Comics. Das Geile war immer, selbst wenn du da als Teenie, als Kiddie drin warst, so, der hat dich ja auch immer angequatscht. Also. Ja, der war, mega. Kann ich dir helfen oder nicht? Was hätten sie denn gern? Das war immer so. Das war total geil. Das war immer sehr. Da habe ich auch gecheckt. Ach, du schon wieder. Es gibt noch Star Wars-Figuren nach 1983 oder so, ich weiß, oder hin und her. Und dann mit den Vitrinen halt im anderen Land, weil er war am meisten hinterher in dem anderen An- und Verkauf halt, so vorne war die Neuware. Stimmt. Und da war er dann immer so mit seinem Schnurz als Kind und so. Geil, Alter. Weil meine Großeltern haben ja 200 Meter von einem Comic-Center weggewohnt und immer wenn du dann da samstags hingefahren bist, hatten die ja noch bis 2 oder irgendwas auf. Ich glaube bis 14 Uhr war das. Oder irgendwas, so keine Ahnung. War ja früher so, da hat der Konsum auch in der Koop um 14 Uhr zugemacht. So, und dann bist du, dann konntest du, ich kann da jetzt eben kurz hin. Ne, da sind wir da angekommen, haben ein bisschen Kuchen gegessen und dann hast du noch einen Fünfer in der Hand gedrückt und dann konntest du nochmal zum Comic Center gehen irgendwie. Und dann habe ich hier, wir fahren wieder zu Oma und Opa, irgendwann kann ich zum Comic Center gehen. Ich habe das in der Schule halt immer so halt. Mega geil. Weil ich ja im Kreuzviertel dann halt, da war das Archiv halt, da habe ich ja auch schon meine Star Wars Figuren vertickt, gegen Depeche Mode Platten getauscht. Stimmt, du konntest verticken oder tauschen. Tauschen gab es immer ein bisschen mehr Geld. Ich habe immer getauscht. Da habe ich, glaube ich, auch gegen John Sinclair Hefte immer getauscht, weil da habe ich dann so Erstnummern, die mir natürlich fehlten, so. Von 6 bis 10 ist man auf der Grundschule, ne? So als 10-, 11-Jähriger, dann halt direkt schon, wo ich auf dem Keksbunker war, also da auf dem Gymi, weil der Bus da immer fuhr, da habe ich das Archiv schon entdeckt. Und da war ja mit Schallplatten dann halt und so. Ja klar, ich war ja mit 12 schon auf dem Depeche Mode Konzert. 1986. Bin ich immer noch. Ich Black Celebration Tour, kann Alter. Kann ich schon der Hip-Hop war, Alter. Da könnte ich heute noch heulen, Alter. Aber jetzt ist so geil, Alter. Ja, aber jetzt verlieren wir das total, ne? Das macht ja nichts, weil danke an Radio Tatooine, weil wir konnten weiter schwelgen und das ist geil. Comics in der Weißenburger Straße. Schöne Geschichte. Ja, Dortmund. Und wir haben Bochum mal Bier, ne? Ja. Naja, aber Bochum ist auch ganz nice. Auf dem Putt. Die haben bessere Ampelschaltungen. Und auf alle Star Wars-Fans, Alter. Ja, genau. Ey, das ist so geil. Prostata! Ey, dann war's das jetzt, ne? Ja, dann sag ich mal tschüss auch. Ich muss jetzt auch wieder weg. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es gibt kein Entkommen.